Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ich bin heute bei Holowide in München. Das Ganze ist ein Startup und es geht darum, dass man während der Autofahrt, natürlich nicht während man selbst fährt, sondern man sitzt hinten auf der Rückbank und hat dann eine VR-Brille auf und kann darüber dann Spiele zocken, was bei YouTube schauen, Netflix und so weiter. Und der größte Vorteil ist halt, wenn ihr Motion Sickness habt oder euch schnell schlecht wird beim Autofahren, wenn ihr zum Beispiel einfach nur ins Handy schaut, das ist hier nicht so, soll zumindest sein, denn die Bewegungsdaten, wenn ihr abbiegt, wenn ihr bremst und so weiter, das ist mit der Brille gekoppelt und wird übertragen. Ich bin gespannt, ich check das aus, also kommt mit. So, ich habe jetzt hier die HTC Vive Flow, darüber läuft das aktuell und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir setzen die jetzt mal auf und dann bin ich mal gespannt, wie das ausschaut und was wir dann so machen können. Controller gibt es auch noch dazu, darüber kann man das Ganze dann steuern und ich habe dann hier auch ein Menü, kann dann hier genau sehen, was ich so mache und kann jetzt hier mal ein Spiel starten und dann geht's los. Wow! Also ich schieße gerade Bälle ab und es ist schon geil, muss man ehrlich sagen. Und jetzt wird auch gerade gebremst und das überträgt sich ja dann auch ins Game. Das ist ja gerade das, was das Ganze ausmacht, dass die Fahrzeug, ja das Movement sozusagen dann übertragen wird. Jetzt biegen wir gerade ab und das merkt man dann natürlich auch. Also es ist schon cool, also es macht richtig Bock. Aber es ist krass, wie das übertragen wird. Also es ist halt direkt, also man kommt, es kommt einem so vor, als ob ich jetzt in dieser Welt rumfahre und dann auch Kurven fahre, abbiege, bremse, whatever. Das ist schon beeindruckend, muss man ehrlich sagen. Das ist schon cool. Also auch wenn das Auto jetzt mal schneller fährt oder wir langsamer sind, dann wird das natürlich auch übertragen. Wir sind jetzt nicht nur mit einer Geschwindigkeit hier im Spiel unterwegs, sondern so wie es halt in der Realität, sage ich jetzt mal, auch ist. Oder wie jetzt, wenn wir stehen bleiben mit dem Auto, dann bleiben wir natürlich auch hier in der Welt stehen. Jetzt geht's weiter und deswegen kann ich jetzt hier auch in der Welt weiterfahren. Oder auch abbiegen wir jetzt. Es macht auf jeden Fall richtig Laune. Also kann man jetzt natürlich im Video schwer rüberbringen, aber ihr seht ja auch ein bisschen hier das Gameplay, was ich jetzt auch gerade spiele. Wenn ihr irgendwie mal die Möglichkeit haben solltet, irgendwie das auszutesten, macht das auf jeden Fall mal. Es lohnt sich, dann kann man es natürlich nochmal am ja, eigenen Leib sozusagen austesten und probieren. Dann sieht man es natürlich nochmal deutlich besser. Aber ich stelle mir das gerade wirklich auf längeren Autofahrten richtig gut vor. Wenn man einfach ja, längere Zeit unterwegs ist, dann ist einem einfach nicht so langweilig, weil gerade, ihr kennt es vielleicht auch, wenn ihr dann irgendwie auf dem Tablet was anschaut, hat man ja diese, ich sag mal, Reisekrankheit, es wird einem übel. Das hat man hier halt nicht, weil, also ich habe es persönlich jetzt gar nicht. Ist ja von Mensch zu Mensch immer so ein bisschen unterschiedlich, aber ja, so ist es natürlich einfach nochmal entspannter, weil einfach die Fahrzeugdaten, je nachdem, ob man bremst, Gas gibt, um die Kurve fährt, einfach übertragen werden und so kann man einfach entspannter Content konsumieren. Wir schauen uns gleich noch mal ein paar weitere Sachen an, denn wir können nämlich auch zum Beispiel Netflix oder YouTube schauen, was auch, denke ich mal, sehr, sehr spannend ist, gerade natürlich auf einer längeren Fahrt. Jetzt fahren wir gerade eine Kurve und ja, das merkt man hier auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und was auch richtig nice ist, man kann natürlich hier auch Bluetooth-Kopfhörer verbinden, weil Marvin hat gerade gesagt, der sitzt nämlich vorne. Man hört ja den Sound, das was ich höre, aber mit Bluetooth-Kopfhörern ist es natürlich nochmal deutlich entspannter. Und vielleicht, wenn man auch zu zweit hinten sitzt und beide machen dann irgendwas hier, schauen Filme, dann ist es natürlich nochmal so deutlich ja, cooler. So, also ich habe jetzt ein bisschen damit rumgespielt, ein paar Spiele gespielt, ein bisschen was auf YouTube geschaut und ich muss sagen, bis jetzt, es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Mir ist jetzt auch nicht schlecht geworden oder so. Also Motion Sickness habe ich generell nicht so die Probleme, aber also wenn ihr die Möglichkeit habt, wie gesagt, testet es gerne mal aus. Und bis jetzt, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal die ganzen technischen Daten an und wie das funktioniert und so weiter dazu. Aber zurück ins Studio. So, und da bin ich auch wieder zurück im Studio. Und ich hoffe, der erste Eindruck hat euch schon mal gefallen. Aber vielleicht habt ihr jetzt noch ein paar Fragen, wie das eigentlich jetzt alles funktioniert. Und jetzt wollen wir uns das Ganze natürlich nochmal an dieser Stelle anschauen. Denn letzte Woche war ich ja, wie gesagt, mit ein paar Creatoren bei Holowide und habe mir das vor Ort alles genau angeschaut. Und dann wurde uns auch erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Das Kernfeature ist ja, dass die Bewegungsdaten des Autos auf die VR-Brille übertragen werden und diese dann in die
virtuelle Umgebung angepasst werden. Und da man eben durch die VR-Brille vom Sichtfeld komplett in der virtuellen Welt ist und die Bewegungsdaten auf diese Welt übertragen werden, soll einem auch nicht flau im Magen werden. Stichwort Reisekrankheit bzw. Motion Sickness. Das ist natürlich immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich bin jetzt jemand, der hat jetzt keine großen Probleme damit, aber wer jetzt natürlich auch stärker von Motion Sickness betroffen ist, kann natürlich trotzdem auch irgendwie das noch merken, wenn man das hier testet. Aber im Vergleich zur klassischen Variante mit dem Tablet auf der Rückbank, schaut Videos, whatever, war das hier auf jeden Fall deutlich angenehmer, fand ich. Und das liegt eben an der Übertragung der Bewegungsdaten, ob bremsen, Gas geben oder abbiegen, denn der mittlere Bereich, der bleibt eigentlich immer an derselben Stelle. Aber die Bereiche drumherum, das sieht man hier in diesem Video auch ganz gut, die bewegen sich dann eben, zum Beispiel bei dieser Kurve, wird das hier auch gut ersichtlich. Neben den Spielen an sich gibt es natürlich auch das Smartphone Mirroring und darüber kann man jetzt über das Smartphone auf Apps zugreifen, sei es zum Beispiel YouTube, Netflix oder whatever und kann darüber Filme schauen, aber da stelle ich mir auch in Zukunft noch wesentlich mehr Potenzial vor, zum Beispiel, dass man auch darüber dann arbeiten kann während der Fahrt. Natürlich fährt man nicht selber, sondern man sitzt hinten im Auto. Aber was braucht man jetzt eigentlich, um HoloWide im Auto nutzen zu können? Wenn ihr einen ganz neuen Audi habt, dann ist die Technik hier inklusive und sonst greift ihr einfach auf HoloWide Retrofit zurück. Da könnt ihr das Ganze nämlich auf jedes beliebige Auto nachrüsten. Sei es, ob ihr einen 30 Jahre alten Oldtimer fahrt oder einen Ferrari. Alles ist möglich. HoloWide Retrofit wird dann einfach an die Windschutzscheibe gepackt und schon seid ihr eigentlich auch ready to go. Darüber werden jetzt die Fahrzeugbewegungsdaten aufgenommen und an die VR-Brille per Bluetooth weitergegeben. Das HoloWide Retrofit Pack, das beinhaltet neben dem Retrofit an sich auch die HTC Vive Flow, den 8-Bit Duo Pro 2 Game Controller und 3 Monate vom HoloWide Abonnent sind ebenfalls enthalten. Es gibt aber auch das Retrofit so ohne die VR-Brille und den Controller, auch das könnt ihr kaufen. Falls ihr jetzt Bock habt und das Ganze einfach mal austesten möchtet, die Mädels und Jungs von HoloWide waren so freundlich, mir noch einen 50€ Gutschein für euch zur Verfügung zu stellen. Meldet euch, 50 heißt der und damit bekommt ihr 50€ auf das HoloWide Retrofit Pack. Mir persönlich hat der Tag in München mit HoloWide auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich mag einfach VR-Brillen sehr, sehr gerne und ja, ich fand die Kombination Autofahren plus VR-Brille und Zocken richtig nice. Klar, das Ganze muss man natürlich einfach mal selbst ausprobieren. Also falls ihr irgendwie mal die Möglichkeit habt, macht das mal. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.